Das wird ja jetzt alles spannend. Das mache ich doch mal überspringen. Tut mir leid. Jetzt verstehe ich, wieso wir das überspringen haben, weil jetzt haben wir ja wirklich viele Fotos. Okay. Das auch mal das. Dann kommt noch das Stofffoto. Hört sich doch schön an. Jetzt geht's los. Hat sich gerade angehört, als würde jemand klopfen. Das müsste Seite 5 von dir. Seite 4. Soll ich alle Fotos entwickeln oder nur die hier? Ich mache erstmal nur die hier. Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ja. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Mhm. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Mit der weißen Frau? Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Die weiße Frau, die wollte ja schon nach unserer Hand grabben, ne? Aber wir haben ja noch mehr hier. Die letzten Fotos da nichts geworden sind. Ja, ne? Ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Hey, lass die Musik ruhig weiterlaufen. So. So, das sind die Fotos und dann würde ich trotzdem noch eins von diesen Fotos. Oh, hier ist sogar was. Oh mein Gott. Dieses Foto entwickeln, auf jeden Fall. Oh. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Hm. Genau wie in meiner Erinnerung. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Die weiße Dame. Gehe zum See. Wir haben jetzt halt hier alles gemacht, ne?
Wir haben jetzt hier alles gemacht. Also wir können mal so ein random Foto nochmal versuchen zu entwickeln, aber wir haben eigentlich alles gemacht. Ist halt krass, dass man hier nur so ein bisschen sieht. Oh, mein Bildschirm ist so dreckig, das sehe ich voll gut hier. Zum Beispiel hier, ich werde jetzt mal dieses Foto hier, Entschuldigung, dieses Foto hier entwickeln. Wupp. Hallo? Foto sagt nein, aber ich sage ja. Oh. Okay. Ich lege es trotzdem ins Album. Ich will jedes Foto behalten. Okay, wir sollen jetzt zum See gehen. Können wir die weiße Frau denn überhaupt im Hellen treffen? Boah, jetzt hatte ich schon. Ich gehe mal zum See. Na, na, na. Wo ist denn das Stativ? Ich bräuchte dringend das... Ja, natürlich. Guten Tag. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Mhm. Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Martha! Ich muss noch mal zu dir nach oben kommen. Martha! Okay, jetzt kacke ich mir doch in die Hose. Martha, hallo! Hallo, ich wollte mal ganz kurz, ein Foto von dir machen. Boah, wir sind einfach Next Level. Boah, ja, auf jeden Fall. Wir sind Next Level, aber ich kacke mich auch ein bisschen ein. Okay. Infrarotfotos. Zack. Ich glaube, den Rest lasse ich. Nee, komm, den Rest lasse ich mal. Wenn es draußen sonnig und drinnen hell ist. Es hat eine gute Schärfe, benötigt aber viel Licht. Ja. Okay. Ich glaube, die 3 ist da perfekt. Ne? Gut. Danke. Okay. Dann gehen wir doch mal dieses Foto entwickeln. Hier gibt es gerade komische Geräusche hier drin. Warum? Was ist das? Also hier drin gerade gibt es komische Geräusche. Oder war das jetzt im Spiel? Ich weiß es gar nicht. Da ist bestimmt jetzt nichts drauf. Boah, stell dir vor, die liegt dann da gar nicht, Aloy. Stell dir das mal vor. Okay. Es sieht halt aus, als würde sie ein Auge offen haben, ne? Okay, mit dem Foto ist also alles okay. Dann. Wollen wir jetzt wirklich nach draußen? Und ich werde mal gucken, ob wir hier aus dem Weinkeller vielleicht rauskommen. Schande einfach, Schande. Warte mal. Da liegt was. Ah, da ist eine Mausebar. Oh! Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Ja, aber was soll das denn da? Martha macht einfach yo. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa.
Wir gehen mal in die Kirche und gucken. Vielleicht können wir auch ein paar Fotos, aber es ist ein schönes. Sag mal von der Kuh. Können wir ja eins machen. Guck mal, wie friedlich hier alles einfach ist. Noch. Hallo. Na du. Darf ich ein Foto von dir machen? Oh. Da bist du auf jeden Fall. Fotofilm, wenn es sonnig ist. Okay, kontrastreiche Fotos. Wow. Boah, ich will einen Rotfilter auf jeden Fall. Ist das hier? Ah, ist auch noch sehr. Oh, ist das schön. Oh. Das sehe ich irgendwie. Ich glaube, das sehe ich. Nee. Okay. Gucken wir doch mal. Oh, das ist aber. Oh, das ist jetzt aber. Hey, psch. Ja, ich bin auch neidisch auf ihre Wimpern. Eine sehr schöne Muku. Errungenschaft freigeschaltet, die Herrscherin? Was habe ich getan? Oh, wie schön. Wie schön das alles ist hier. Okay. Wir haben ein schönes Foto gemacht. Und wir haben eine Errungenschaft dazu freigeschaltet. Und wir können gleich vielleicht vom See auch das... Hallo, guten Tag. Alles gut? Es hat immer Spaß gemacht, beim Melken der Ziegen zuzusehen. Ich war immer so aufgeregt und machte Nanny damit verrückt. Kann man nicht füttern oder sowas? Irgendwas? Irgendwas machen? Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Hallo? Oh. Da gibt es wohl frischen Hase. Wir sollen zum See. Wir sollen zum See. Gespannt, was wir da mit der Schere machen sollen. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal diesen Weg hier wieder. Und gucken mal, ob wir der weißen Frau begegnen. Im Hellen. Oh, ein Friedhof. Das ist ein beunruhigender Ort. Ich war nie hier, als ich klein war, denn Nanny hat mich ferngehalten. Okay, man kann auch nicht schauen, wer hier begraben liegt. Nein. Da oben und da oben. Okay, das ist ja also ein Stück Friedhof. Warte mal, bevor ich jetzt wieder in die... Okay, ich gehe in die richtige Richtung. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Kommen wir denn hier so überhaupt zum See? Okay. Naja, haben wir ja noch nicht gesehen. Mein Magen knurrt gerade auch überhaupt gar nicht. Habt ihr nicht gehört? Warte, wir haben schon 11:30. Wie, wann ist das denn passiert? Okay, warte. Wir machen jetzt mal... Wir machen Infrarot. Okay, Infrarot ist einfach nur Infrarot, sonst können wir nichts damit machen. Okay, alles klar. Wir fotografieren das jetzt einfach mal. Warum nicht? Einfach für später. Ich habe mich jetzt überhaupt gar nicht erschrocken bei dem Ton.
Vielleicht schon ein bisschen dunkler. Wir gehen da lang. Hier ist der Helm wieder. Ah, okay. Ach ja, Triggerwarnung offensichtlich. Habe ich ganz vergessen. Jetzt kommt nochmal eine Szene, die wir aus der Demo kennen. Los. Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Jetzt bin ich immer mal gespannt, weil jetzt haben wir ja die Vollversion. Warte mal, ich weiß nicht. So? Konnten wir hier irgendwie lang? Oh, ja. Ich lass mal die Kamera aus. War das doch eben... Sekunde, alles gut. Scheiße. Okay, warte, ich bin gerade echt... Oh, shit. Wie war das denn nochmal? Hier lang? Hier ging es irgendwo weiter. Oh. Ja. Also nochmal. Da vorne irgendwo. Weiß noch nicht, wie ich da hingekommen bin. Entschuldigung. Was? Oh. Ich bin verwirrt, Leute. Da ist so ein kleiner Weg. Ich bin so doof. Den sehe ich jetzt erst. Okay. Die Richtung ist ein kleiner Weg. So, nochmal lang. Wo war denn der kleine Weg? Also hier, ich will einfach nur auf... Okay, wir gehen jetzt einfach mal zurück auf den normalen Weg. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Verdammt nochmal. So, nein. Zurück auf den normalen Weg, bitte. Dankeschön. So, jetzt aber. Martina. Bitte nicht. Lapo, mein lieber Freund, was haben sie dir angetan? Der rote Stoff. Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut.
Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Okay, was gut. Martha? Komm. Nein. Martha, ich mach Kamera gleich wieder an. Ich gebe dir deine jetzt sehe ich in deinen, nein, mit meinen. Okay, jetzt sehe ich in deinen, oh, ich bin so doof. Ach, die haben es hier gewechselt. Jetzt sehe ich mit meinen Augen. Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineiige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia, kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird
und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf. Können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Martas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher. Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Okay. Was kommt nun? Ja, Synchro ist wirklich sehr, sehr gut. Ah, ah, ah. Mist, das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Okay. Okay. Umgedrehtes Bild. Wie auch der Shortcut zum Spiel auf meinem Desktop, tatsächlich. Das Tor ist unten auf. Das Bett ist sauber. Wer hat uns hier hingebracht? Sieht so aus, als wäre Mutter die ganze Nacht mit mir gewesen. Oder eben mit Martha. Okay. Sie hat sogar ihre Medizin zurückgelassen. Ohne die überlebt sie kaum. Ja, das Blut am Kleid. Heute wird es Zeit, Leute. Ja, heute muss ich jetzt Klamotten... Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Oh. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Stimmt, das Tagebuch müssen wir wirklich auch ab und zu noch mal. Wie geht es ihr? Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor, erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Okay. Das Spiel ist so interessant einfach.
Zeremonie ist heute. Und deshalb brauche ich ein passendes Kleid. Och, jetzt wollten wir einmal. Wir hören mal die zu. Kugel wieso mache ich auch Herz so? Verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Oh. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist ihre Art von Bewältigungsstrategie, damit sie nicht über all das nachdenken muss. Sie ist eine Frau, die viel geliebt hat. Eine Frau. Zu viel. Die eine Frau-Geschichte, Entschuldigung, in seiner... Ein passendes Kleid. Die Zeremonie ist heute. Und deshalb brauche ich ein passendes Kleid. Ja, aber wir haben kein... Oder bin ich gerade sehr scheel? Hier hängt... Nee, hier hängt noch. Oh. Ach, schwarz, ja. Ja, Arschlochkrähe. Wirklich eine Arschlochkrähe. Stimmt. Ich würde zu. Gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Ja. Machen wir das. Wir haben jetzt ein Kleid tatsächlich von Julia an. Da ist meine Tasche, oh. Gott sei Dank. Zufall. Ich wollte nur jetzt jeden Raum abgehen. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Ja. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Keiner darf den Brief. Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. 6934, liebe Mutz. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Ah. Aber was ist mit dem Brief? Gut. Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Das ist ja wirklich... Okay, krass. Telefon können wir leider immer noch nicht machen. Was wir auch machen können ist... Wir machen gleich das dann den Tagebuch, aber wir machen mal ganz kurz nochmal hier die Tarotkarten. Keine Ahnung warum, aber wir machen es einfach.
Da haben wir einmal der Hierophant, okay. Ey, du Arschloch! Die Sonne und Arschlochrabe, okay. Oh. Oh, das Gemälde. Es gibt Dunkelheit, die Unsicherheit bringt. Aber es wird einen Anhaltspunkt geben. Etwas, von dem ich etwas lernen kann. Ich kenne mich überhaupt gar nicht mit sowas aus. Aber wir lauschen jetzt nochmal dem Tagebuch.